Bundestrainer Joachim Löw hat den derzeit verletzten Manuel Neuer in den höchsten Tönen gelobt und sich zuversichtlich zu dessen rechtzeitiger Genesung hinsichtlich der Weltmeisterschaft in Russland geäußert. Im Moment ist alles im Plan. Anführungszeichen im Interview mit B5 aktuell sagte Löw, dass mit einem Comeback des Nationaltorhüters erst im Frühjahr zu rechnen sei. Der Plan ist, dass er irgendwann im Februar, März wieder vollumfänglich trainieren kann, so der Bundestrainer im Jahresblick Sport des Radiosenders. Dass dieser Vorlauf genüge, um mit Blick auf die Mitte Juni beginnende Weltmeisterschaft wieder gänzlich fit zu werden, daran ließ der 57-Jährige keinen Zweifel. Bis 8. Januar reisen werde und betont. Wir gehen da überhaupt kein Risiko ein, wir werden bei ihm die Belastung Schritt für Schritt steigern.